Tja, guten Morgen, neuer Tag, neuer Bau und ja, da ist jetzt einiges dazugekommen. Ihr seht schon, hier die ganze Front, die Motorhaube, die Schnauze, das habe ich jetzt alles hier dran gebaut und es sieht auch ziemlich cool aus, aber vom Bauen her, ich habe ja schon gesagt, man merkt, dass das hier kein Original-Lego-Design ist, denn wir haben hier echt tricky Baulösungen und manchmal wird hier auch mit Siemens Lufthaken gebaut, also da wird Luft überbaut. Oh, und ich merke gerade, der ist mal richtig tiefer gelegt. Aber egal. Mir ist übrigens hier hinten, ja, das Teil beim Bauen hier gerade nochmal abgefallen. Also, nee, so rum kommt es ja dran. Ich sag mal, die Befestigung, ja, man muss ein bisschen aufpassen, wie ich hier rumgedrückt habe. Dann ist es eben abgegangen, aber kann man leicht wieder draufstecken. Ich lasse es aber jetzt hier mal liegen. Und wir schauen uns hier die Schnauze an. Ihr seht, hier haben wir eine Flut von Slopes. Insgesamt 24 Stück, die wir hier drüber gebaut haben. Also hier 24 Slopes, die hier diese Rundung wunderbar darstellen, die uns dann hier zum vorderen Turbineneinlass führt. Das hier ist eine große Felge und schaut euch mal an, die ist richtig toll. Richtig toll, golden und keine Kratzer dran, gar nichts. Die sieht super aus. Dann hier noch eine Spitze vorgesetzt und ja, von der Seite haben wir dann hier auch nochmal die Schrägen mit dabei. Alles schön, wobei ich zeige euch gleich ein, zwei Sachen, wo das Bauen ein bisschen merkwürdig ist. Also hier auch nochmal die Schrägen. Was jetzt hier ein bisschen komisch ist, hier haben wir glänzend, hier haben wir matt und man muss auch erwähnen, ich hoffe, man kann es erkennen, dass wir hier unterschiedliche Schwarztöne haben. Also hier ist eher ein helleres, da ein dunkleres, wieder ein dunkleres, da ein helleres und ja, also das sind verschiedene Produktionstranchen scheinbar, wo der Farbton schwarz nicht immer gleich getroffen ist. Richtig tricky wird es aber dann hier bei dem Teil, hier bei der Spitze, die ist ja wahnsinnig gebaut. Schaut euch mal die Unterseite an. Ich zeige es euch gleich in der Anleitung, denn man kann es nicht mehr richtig erkennen, aber das Ganze hier, das ist wahnsinnig gebaut. Richtig, richtig wahnsinnig, muss ich echt sagen. Aber dafür ist die Form nachher cool. Sieht gut aus und Respekt für den, der sich sowas ausdenken kann. Schon eine tricky Geschichte, das Ganze. Ich bin übrigens jetzt hier auf Bauseite oder auf Seite 48. Ja, hier im Bauabschnitt 3 beginnt und dann wird dann hier die erste Seite gleich angebaut. Aber wir gehen noch mal kurz zurück und ich zeige es euch einfach mal hier in der Anleitung. Also wir waren hier bei der Schnauze und bauen jetzt hier vorne diesen Bereich. Und schaut es euch mal an, da wird erst so ein bisschen überbaut, da ist noch alles okay, da denkt man, ja, auch alles okay. Dann kommt noch hier ein bisschen Gelenke dazu, auch alles Paletti soweit. Dann wird da noch ein bisschen übergebaut und dann denkt man, hui, was geht denn jetzt hier ab? Dann wird hier so ein Winkel, so eine Winkelfliese auf so ein 3x3er Plättchen drauf gesetzt. Das wird hier irgendwie dran gehalten und man weiß auch gar nicht, wie es befestigt werden soll. Guckt mal weiter, ja, man sieht immer noch nicht, wie es richtig befestigt werden soll. Dann kommt hier nochmal so ein Torbogen dran und jetzt, damit wird das Ganze dann verbunden im entsprechenden Winkel und dann kommen hier noch ein paar Teile an der Seite dran und plötzlich hat man ja so ein Ding hier gebaut. Also da muss man echt erstmal drauf kommen. Und was ich hier mit Siemens Lufthaken gemeint habe, kann man hier sehr schön erkennen. Also hier. Ja, habe ich die Teile in dem Bauabschnitt, also ein 2x3er, 2x2er, ein 1x2, 1x1er und die werden dann hier drauf gebaut. Aber ja, der 2x2er, also der hier, der hängt in der Luft, denn nur hier haben wir die Noppen, die hier auf die lange, dünne Platte drauf gehen und das hier hängt erstmal in der Luft und klärt sich dann erst, ja, hier auf der nächsten Seite auf, wo man dann sieht, da kommt noch hier so ein 1x3er und ein 2x3er dann drüber und plötzlich hält das Ganze dann auch. Also da muss man schon mal umblättern, um dann zu sehen, wie geht denn das direkt? Also ich muss ja manchmal schon sehr, sehr genau hinschauen, um zu erkennen, was jetzt hier wie gebaut wird. Und klar, mit so viel schwarzen, schwarzen, schwarzen Teilen bin ich echt manchmal auch teileblind, aber geht alles. Es geht alles und das Ding sieht echt cool aus. So, ich mache das hier nochmal provisorisch drauf. Ja. Das hier ist auch so ein Teil, das geht mir jetzt schon auf den Nerv. Das ist so ein typischer Kollege, der sagt, ich falle dann gleich mal ab. Vielleicht baue ich hier nochmal später so eine Fliese drüber. Das wäre doch noch eine Idee, wenn ich da, lass mich mal kurz schauen, so eine 1x2er Fliese
Da ist zwar keine vorgesehen, aber ich habe ja hier noch Teile übrig, nämlich die hier. Also das hier nicht, das muss ich später noch anbauen, aber das und das sind die Teile, die jetzt hier aus den ersten beiden Bauabschnitten übrig sind. Da könnte man doch hier so eine 1x2er nehmen und die einfach mal so hier drüber machen. Joa. Ja, ist ja, naja. Also vielleicht, wenn man noch so eine Winkelfliese hätte. Na, jetzt sitzt da aber also so eine Winkelfliese. Wie, wo habe ich die denn verbaut? Ich finde sie jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, da könnte man auch schön das Ganze hier drüber setzen. Es wird natürlich dann einen Hauch dicker. Ich lasse das jetzt einfach mal auf der einen Seite. Und, ach, der ist gar nicht drin. Der ist da unten nicht drin. So und... So, jetzt ist er drüber und jetzt ist er drin. Das stabilisiert vielleicht das Ganze hier ein kleines bisschen. Also man kann ja auch bei so einem Mock durchaus mal ja, selbst ein bisschen kreativ werden und denken, ach hier baue ich da noch was an. Ich meine, es ist ja, ich wollte fast sagen Lego, aber es sind ja Klemmbausteine, Freunde, da darf man auch mal gern was umbauen. So, also der Mittelteil ist jetzt hier fertig vom Batmobil und ich sag mal, er sieht schon richtig sleek aus. Also ein ziemlich schmaler kleiner Panzer hier vorne. Schleift da halt ein bisschen auf den Boden. Da ist er leicht zu tief gelegt, aber er sieht schon cool aus. Also man sieht schon, in welche Richtung das Ganze hier gehen soll. So sieht er von hinten aus. Ja, ist ein sehr schönes Set. Und, ah, genau, bevor ich es hier vergesse, ich habe hier noch das alte ultimative Batmobil aus dem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, 2006 oder so. Das hier ist aber auch die Kopie von Decool, die ich hier bereits im Kanal gebaut habe. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das Video ist auch ein richtig cooles Teil. Und ich habe mal ausgemessen, von der Länge her, von der Größe her, ja, wird das neue Batmobil genauso groß wie das Ding. Deswegen kann man das hier mal schön vergleichen. Und das ist ein schöner Brocken, auch hier hinten mit den coolen Flammen, die sich beim Fahren drehen. Und wir sehen auch hier hinten diese Riffelstruktur, die wir ja auch hier dann gebaut haben. Also da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Und ich will die jetzt mal nebeneinander stellen. Beide werden 45 cm lang. Und jawohl, so sieht das aus. Also man sieht schon, naja, beide 45. Also da kommen wahrscheinlich noch hinten die Finnen und so dran. Dann wird es noch nach hinten ein klein bisschen länger werden, weil so sieht es doch ein Stückelchen kleiner und kürzer aus als das ultimative alte Batmobil. Aber coole Dinger. Ich freue mich schon, wenn die nebeneinander im Regal stehen. Ich wollte euch nur mal kurz den Vergleich geben. Den machen wir dann noch mal öfters. Hier beim alten waren die Radkappen auch richtig geil. Die hat der hier nicht, aber vielleicht kommt da ja noch was. An der Außenseite. Hui, so, genug gelabert, Freunde. Ich baue weiter mit Bauabschnitt 3, jawohl, 3 geht weiter. Ihr seht, da wird hier die eine Seite gebaut, dann wird noch die andere Seite gebaut und dann sind wir auch schon durch. Hier ist alles, was wir für den dritten Bauabschnitt brauchen. Und dann, ja, müsste ja eigentlich so ziemlich das gleiche sein, 4 und 3, halt nur einmal umgedreht. Auf geht's. Bevor ich jetzt hier vorne alles zubaue, schauen wir noch mal drüber. Wie weit sind wir denn gekommen mit der einen Seite? Ja, so sieht sie aus. Da kommt eine Achse raus. Da ist ein Aufnahmepunkt für so ein Kugelgelenk. Da haben wir eine kleine Verzierung dran. Ist die eigentlich richtig rum? Ja, ist richtig rum. Ein paar Noppen und ja, das Interessante ist wieder hier vorne der Bereich. Also der vordere Abschluss, der dann dorthin kommt und da wird, wie ich euch eben schon gezeigt habe, echt, ja, sagen wir mal, sehr, sehr kreativ gebaut, um hier diese ganzen Formen und Schrägen und Rundungen hinzukriegen. Also, ja, da ist Kreativität angesagt, zumindest hier bei den Entwicklern. Und wenn man es baut, ist da ein bisschen Konzentration gefordert. Was wir hier noch drin haben, ist, da unten seht ihr ihn, das Transparente, das ist ein Light Brick, das heißt, der leuchtet. Und der wird aktiviert. Kann man es hier noch erkennen? Ach, ganz, ganz schwierig im Licht. Da ist ein Schraubenschlüssel eingebaut. Und der Schraubenschlüssel, der schaut hier nochmal raus. Und wenn man den jetzt hier dreht, dann drückt er bei dem Lightbrick vorne aufs Lichtchen drauf. Also hinten aufs Lichtchen und vorne sollte der dann mal leuchten. Mal schauen, ob ich das so hinbekomme.
Jawohl, da habt ihr es. Also da drückt ihr auf den Lightbrick und vorne geht das orangene Lichtchen an. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier noch umgesetzt wird und wie man das dann im Endeffekt aktiviert, weil so kann es ja nicht bleiben, ne? Das ist ja Fummelkram, aber da wird schon noch irgendwas dran gebaut werden. Und ja, interessant, interessant, sage ich mal. Wir nehmen einfach mal hier das Bettmobil so nochmal nebendran, um mal zu schauen. Ja, irgendwie so oder ich weiß gar nicht. Nee, so. Ich denke hier, genau hier wird die Aufnahme sein, wahrscheinlich, wo es dann befestigt wird, hier mit der Noppe, mit dem Pin. Und dann, ja, wird das dann hier unsere Seite. Also sieht noch ziemlich unfertig aus, aber ich dachte, wir werfen mal einen Blick drauf, wie jetzt hier der aktuelle Baufortschritt ist. Sehr, sehr interessant und auch mitunter anstrengend. Ich habe es ja schon gesagt, schwarze Teile, schwarze Teile. Viel Spaß beim Suchen. Jetzt habe ich hier ja ein Teil zusammengefrickelt, das richtig cool aussieht. Und das ist ja der vordere Bereich hier, der vordere Kotflügel mit dem Licht vom Batmobil. Das sieht im Endeffekt, wenn es fertig ist, richtig, richtig toll aus. Aber meine Güte, ist das eine Kleinteile-Frickelei? Wahnsinn, Freunde. Also, ich brauche gar nicht viel zu sagen. Schaut euch mal an, was da alles verbaut ist. Und da wird wirklich in alle Richtungen gebaut. Oben, unten, nach rechts und links und hier was dran gemacht und alles ist irgendwie wackelig am Anfang. Und dann bin ich am Ende mal ganz froh, wenn dann hier zum Beispiel so ein Slope dann drüber kommt, der hier die ganzen kleinen Frickelteile mal zusammen stabilisiert, genauso wie hier unten. Und Wahnsinn, also wirklich so eine Kleinteile-Meisterei hier habe ich ja selten erlebt, aber das Ergebnis sieht echt cool aus. Also wir haben hier vorne jetzt die Schräge drin, hier diese ja, Noppen, Quatsch, diese Riffel an der Seite. Sieht echt toll aus, wollte ich nur mal so sagen. Und dann habt ihr nochmal einen kurzen Überblick, wie unser Seitenteil hier aussieht. Also hier vorne sind wir jetzt wohl schon fertig und jetzt wird hier hinten dran noch ein bisschen was angebaut, denn da ist noch Schmalhans Küchenchef im Moment. Jetzt habe ich hier den Punkt, wo ich zum ersten Mal sage, das passt irgendwie nicht so ganz. Und zwar bei dem Teil hier. Wir sehen es hier in der Anleitung, wie das Ganze gebaut werden soll. Also ich habe hier diesen mit zwei Noppen und eine Noppe oben. Das ist hier der. Und dann hier den Doppelnopper. Also der hat vorne und hinten eine Noppe. Hat er das überhaupt? Ja, hat er. Den habe ich hier eingesteckt. Und ja, dann soll das so hier auf dieses Teilchen draufgesteckt werden, dass das schön bündig abschließt. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, bündig würde ich mal sagen, ist hier anders. Und das sieht auch hier ganz anders in der Anleitung aus. Da ist alles schön bündig gehalten. Und das bringt uns dann nämlich zu einem deutlichen Problem. Das Ganze muss hier aufgesteckt werden. Und dann sieht das so aus, mit einer deutlichen Lücke. Die Noppen sind kaum drin und das ganze Problemchen geht dann auch gleich noch weiter, da dann hier noch was aufgesteckt werden soll. Und ja, das hält ja nur homöopathisch. Also, ich weiß nicht, gefällt mir gar nicht. Und das Teil soll dann nachher hier dran gebaut werden. Sieht hier ganz, ganz anders aus, aber ich habe hier keine anderen Teile mehr, die passen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass es die richtigen Teile sind und dass da einfach die Abstände, die hauen nicht hin, weil ich kann es auch hier nicht anders dran bauen. Ich muss mal schauen, ob ich es hier nochmal abbekomme. So, da kann man es sehen. Wie soll ich das sonst dran bauen? Es funktioniert einfach nicht. Ich habe hier zwar schon diese Noppe mit Loch, das dann hier auch in den Steg da reingreift, aber das passt einfach nicht. Also sehr unschön. Ich muss mal schauen, wie ich das hier gelöst bekomme, ohne dass das Ganze ständig abfällt. Also das ist ein erster kleiner Frustfaktor. Ja, naja, wir schauen mal, wie es jetzt hier weiterläuft. Okay, Lösung. Ich habe jetzt einfach das Teil umgedreht. Also hier oben, das habe ich rotiert und dann haben wir hier zumindest drei bündige Noppen und dann kann ich auch hier die Teile noch draufbauen. Aber was da natürlich nicht mehr geht, ist hier dieses Zierteil, also dieses Gelenk. Das sollte eigentlich noch hier mit drauf. Das passt da nicht mehr drauf. Ist mir jetzt aber gerade egal, weil das ist eigentlich nur eine Verzierung, die man dann später. Moment, Moment, da kann man es sehen. Die man später dann hier sieht und ich verzichte einfach drauf.
denn mir ist viel wichtiger, dass das Ding hier nachher stabil ist und ich habe keinen Bock, dass hier immer alles abfällt. Von daher, ja, weg damit, passt nicht und wir nehmen dann diese Lösung hier. Sieht das jetzt ernsthaft nach Bettmobil aus oder sieht das nach Bettmobil aus? Schaut mal her. Also die Form ist jetzt richtig toll schon zu erkennen. Ich habe jetzt hier natürlich mein Teilchen, was jetzt hier nicht angebaut wurde. Hier ist der Problempunkt von vorhin. Naja, ich gucke mal, ob ich da noch irgendwie später eine Verzierung irgendwas hinmache. Erstmal abwarten, hier kommt ja auch noch irgendwas hin. Wir schauen erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Hier haben wir coole, solche Lufteinlässe sollen das wohl darstellen. Sieht ganz cool aus. Und dann natürlich hier, ja, die große, wie heißt denn das beim Bettmobil? Heckflosse. Da kommen ja zwei Stück dran. Und die sind schon ja, ziemlich groß und massiv und mächtig gebaut. Also gefällt mir ausgesprochen gut. Man bekommt jetzt einen richtigen Eindruck davon, als hätte man hier so ein Drittel Bettmobil schon fast fertig stehen. So sieht es nochmal von der Innenseite dann aus, das ganze Teilchen. Ja, also wird doch, es wird doch, es wird doch. Aber hier die Spaltmaße, meine Güte, also bei einem deutschen Hersteller dürfte sowas nicht passieren. Ich rede von richtigen Autos. Aber naja, fürs Bettmobil wird schon passen. Also, ich bin gespannt, Freunde. So ganz fertig sind wir mit diesem Teil hier nicht. Denn schaut mal her, das hier sind noch die ganzen Teilchen, die hier noch bereit liegen. Und als nächstes kommt dann, ja, das Heck dran mit den Rücklichtern. Hier kann man das Teilchen sehen. Das fehlt noch. Das muss noch dahin. Und dann geht es noch ein klein bisschen weiter, dann wird er noch schick gemacht und rund gemacht und bekommt noch seine seitlichen Lufteinlässe oder irgendwas hier, diesen, naja, diesen großen Pott hier, den kriegt er noch hingebaut. Ups, da fliegt er mir schon runter, also den großen Bottich, der kommt auch noch hier irgendwo so, ja, da so an die Seite, glaube ich. Wir schauen mal, auf jeden Fall, das Bettmobil wächst und gedeiht und wird, glaube ich, eine richtig coole Geschichte, wenn es mal fertig ist. Seite 100, ja, ich bin fertig mit der einen Seite und sieht schon ganz cool aus, aber ich hatte hier gerade eben den Moment, wo ich dachte, oh, scheiße. Denn ihr erinnert euch noch, dass ein Teil das hier nicht dran gepasst hat, weil ich hier diese ganzen Passprobleme hatte und ich dachte, ich lasse es einfach mal weg. Ja, das war ja hier so ein Gelenkteil und da kam tatsächlich, also das war ein Befestigungspunkt für hier dieses ganze Panel. Und da dachte ich schon, oje, oje, oje. Aber das Panel wurde auch hier noch befestigt, wurde dann im Winkel hier rüber geklappt und ich habe es hier reingeklemmt und dadurch, dass es nochmal hier überbaut wurde, hält es auch so. Also ich habe ja jetzt keine Noppenverbindung, das ist einfach nur glatte Fläche auf glatter Fläche, aber ist egal, verratet es keinem, es hält und das ist das Wichtigste. Ja, und was es auch tut, es rollt. Schaut es euch an, sieht cool aus. Hier unten auch noch diese kleinen Details. Hier der Enterhaken, der zur Seite rausgeschossen werden kann, der ja auch im ersten Teil benutzt wird. Und dann hier unten irgendwie diese Rohre, diese goldenen. Und da ist noch ein kleiner Schraubenschlüssel als Detail verbaut. Ja, hier die Tonne sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber mein Gott, ist nun mal da und er wird schon seinen Zweck erfüllen. Wir haben auch ein ganz cooles Play-Feature. Dafür stelle ich die Kamera mal eben kurz hin. Und ich hoffe, man kann es sehen, wenn ich hier an dem Teil drehe. Also dafür muss ich erstmal ja, hier diese Klappe oder dieses Teilchen da ein bisschen zur Seite biegen, damit ich Platz habe. Aber dann kann ich hier ja, das Maschinengewehr rausfahren. Also da haben wir das Maschinengewehr. Es kann versenkt und wieder rausgefahren werden. Und das Ganze wird realisiert, ganz simpel eigentlich hier über diese, wie nennt man das noch, über diese Zahnradteile. Und ja, damit funktioniert das dann eben. So, wieder runter und dann kann man hier die Klappe wieder vormachen. Also, schönes Play-Feature, das hier eingebaut wurde. Dann haben wir hier diese Seitenteile auch fertig, hier mit den großen Rundungen und diesen ja, Viertelkreisteilen. Sieht auch schön aus. Hier ist nochmal die Heckansicht mit den Rückleuchten. Es ist echt schön geworden, aber man merkt hier immer wieder, dass hier kein Lego-Designer am Werk war, was ja nicht weiter schlimm ist, aber man baut hier ganz oft und denkt, oh, meine Güte, was soll denn das werden? Und das hält doch im Leben nicht, aber ich sag mal, in ja, 99% der Fälle wird am Ende dann doch noch irgendwie was überbaut, dass die ganze Chose dann hier doch schön robust wird. Also da muss man sich keine Sorgen machen, aber so zwischendrin dachte ich schon,
Eieiei, das Ding fliegt mir auseinander, wenn ich fertig bin. So, so sieht es nochmal von der anderen Seite aus. Und jetzt kann es im Prinzip auch ans Auto befestigt werden. Das soll man hier auf jeden Fall mal machen. Und ich dachte mir, komm, das tun wir einfach mal hier quasi live. Also, wir bauen das Teil jetzt einfach mal hier dran. Und das geht mit, lasst mich schauen, damit, okay. Jawohl, das kommt da rein, da rein. Da mit den beiden Achsen. Und ich probiere es einfach mal. Wir stellen es mal so hin. Das kommt dann hier rein. Und das kommt da rein. Und da. Oh, na bitte. War es das schon? Cool. Boah, ist das schwer. Freunde, ich schaut euch mal die Seitenansicht an. Ey, sieht das geil aus, oder? Also, toll. Also die Formen, ich liebe die Formen von diesem Bettmobil. Sieht richtig, richtig gut aus. Wenn wir jetzt nach oben gehen, dann sieht man natürlich, oh ja, da fehlt noch was. Aber das Zusammensetzen, das war doch schon mal echt einfach. Aber das Ding ist, boah, das ist heavy. Richtig schweres Ding. Ja, da ist eben kaum umbaute Luft. Das ist ziemlich massiv. Und so sieht es von vorne dann aus. Cool. Also es ist ein Set mit Schwächen. Aber es sieht so, so, so toll aus, Freunde. Und der Bau, der ist echt mal was anderes. Sehr interessant, sehr interessante Baulösungen, Bautechniken. Aber im Endeffekt, also bisher bin ich hier doch überwiegend schwer, schwer begeistert. Was ich jetzt so gut wie gar nicht benutzt habe mehr, ich hätte hier schon mehrere Aufkleber noch aufbringen müssen, dass jetzt hier vorne zum Beispiel der Schriftzug Badmobil steht. Nee. Lass mal stecken. Ich habe jetzt hier da ein Bettzeichen, auf der anderen Seite ein Bettzeichen und vielleicht noch die eine oder andere Armatur oder was hier noch so kommt. Aber ja, ich finde, die Aufkleber kann man eigentlich weglassen. Das wirkt im Endeffekt dann nur billig, wenn ich jetzt hier noch auf den Radlauf hier diese Dinger drauf mache. Nee, wer will, kann. Ich will nicht, kann zwar, aber ja, ich will nicht. So, ganz kurz gesagt. Und ja, zum Abschluss nehme ich nochmal hier das alte große Bettmobil, das ist leichter. Ich würde sagen, dass das neue hier, naja, noch nicht ganz, aber das, ich glaube, das wird schwerer wie das alte ultimative Bettmobil. So, wir stellen sie mal nebeneinander und dann habt ihr hier nochmal den Überblick, wie die dann aussehen. Machen wir nachher natürlich auch nochmal, wenn alles fertig ist. Aber hier hat man schon mal einen Eindruck. Geil. Mein Gott, ist das ein schönes Set. Ist das ein schönes Set? So, bevor ich mich jetzt hier komplett verschwärme, bauen wir jetzt nochmal weiter. Seite 101 war hier das Zusammensetzen. Tja, und dann kommt im Prinzip das Ganze hier nochmal nur spiegelverkehrt. Und dann dürften wir auch schon bald fertig sein. Ach, guck mal da. Da wird eine Minifigur gezeigt. Ich bin ja mal gespannt, ob die wirklich da noch irgendwo drin steckt, hier im Bauabschnitt 4. Übrigens, das sind die Teile, die über sind. Außer die Flamme hier, die müsst ihr euch wegdenken. Da fehlt mir ja noch das eine Teil, um es hinten reinzustecken. Aber das sind die übrig gebliebenen Teile. Und ich schaue mal, ob ich da im Endeffekt später vielleicht auch die eine oder andere Stelle mit verzieren werde, ob da noch was hinpasst. Ist ja ein Mock, da kann man machen, was man will. Kann man generell bei Klemmbausteinen, macht man aber viel zu selten. So, also ich mache weiter, Bauabschnitt 4, Seite 102 und dann ist er auch schon fertig. Unser cooler, cooler Batman-Untersatz mit, ach, ist er schön. Also, weiter geht's. Tja, und das hier, das war schon mal ein komplettes Teil, was hier alles liegt. Das ist die Problematik, so ein klein bisschen auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen dumm anstellt, dass hier kreuz und quer gebaut wird in alle möglichen Richtungen und da muss man mal ja, ein neues Teil festdrücken und dann drückt man und flupp, ja, fliegt hier alles auseinander. Ist mir gerade eben passiert. Hier, naja, kann ich jetzt nochmal neu zusammenbauen, das Ganze. Also, das sind schon hier die echt krassen Techniken, die hier angewendet werden. Guckt euch das mal an. Also das sieht doch aus, als hätte das irgendwie, keine Ahnung, ein Kind alles zusammengesteckt, wenn es hier irgendwelche Teile über hat. Aber natürlich, da steckt System dahinter. Wir wissen ja schon, was draus wird. Aber die Bautechnik, die ist echt jedes Mal wieder jo, interessant, ne? Dann baue ich mal hier wieder zusammen. Ach übrigens, schaut mal hier, das, ach Himmel, so, das ist hier das vordere Licht, das wir hier, kann man es hier sehen?
ganz hier unten sehen. Na, nee, da, da, hier unten, da ist das Licht. Und das sind massig viele Gelb-Transparenzsteinchen, habe ich euch noch gar nicht so gezeigt, wo dann später auch hoffentlich der Light Brick, also der Leuchtstein, dann ordentlich mal durchleuchten kann. Den habe ich übrigens hier schon eingebaut. Da unten ist er drin. Und wenn ich hier nochmal den Test mache, einhändig, jawohl, na, dann sieht man auch, dass der hier wunderbar leuchtet. Und dann stellt man sich noch vor, dass dann hier noch die Steinchen davor liegen und dann von hinten angeleuchtet werden. Schön. Aber ich bin immer noch gespannt, wie man das hier später steuern soll. Ist mir noch überhaupt, echt überhaupt gar nicht klar, wie das funktioniert. Also, es bleibt spannend. Ich baue dann mal wieder den Kram hier zusammen. Also das Modell hier ist echt scharf und zwar so scharf, dass ich mir hier gerade den Daumen dran aufgeschlitzt habe, Freunde. Ich bin hier wieder beim Zusammendrücken blöd abgerutscht und muss jetzt erstmal ein bisschen mein Blut wegwischen. Oh Mann, heute ist nicht mein Bautag. Egal, ich verarzte mich und dann machen wir hier trotzdem weiter. Wir sind ja quasi schon im Endspurt. Tja, und da ist es fertig, unser Batmobil, und es sieht wahnsinnig cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. So ein paar Dinge gibt es, die, sage ich, die sind nicht so optimal geraten. Aber alles in allem, schaut euch mal die Optik an, schaut euch mal die Formen an, die Proportionen, sehr gut geraten. Also wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Set, Freunde. Macht wahnsinnig viel Spaß, das Ganze hier zu bauen. Auch wenn, ja, auch wenn hier ein bisschen Wiederholung drin ist, wenn man einmal das rechte Teil baut und einmal das linke Teil. Egal, macht trotzdem richtig Spaß und das Endergebnis ist mal ja, eine Wucht, richtig cool. Ihr seht schon, hier steht noch jemand drauf, da hinten, ja, wir haben tatsächlich noch eine Minifigur gehabt, die habe ich dann hier später gefunden. Ja, das ist der Kollege hier, also ein Batman, der auch noch ein besonderes Feature hat. Ich zeige es euch dann nachher nochmal, aber erstmal schauen wir uns hier die Minifigur an. Sie hat vorne den Frontaufdruck mit Panzer, wir haben hier einen Batarang in der Hand. Dann ein Stoffcape hinten dran und der Rücken, der ist, na komm hoch, der ist auch nochmal bedruckt. Also ich würde mal sagen, eine ziemlich standardmäßige Batman-Minifigur. Jetzt nehme ich ihm aber mal hier, wenn es klappt, ach ja, es geht, den Helm ab, also hier die Batman-Maske runter. Und dann sehen wir, dass der Kunststoff doch schon irgendwie ein klein wenig merkwürdig aussieht. Und das liegt daran, dass hier, ach, hier haben übrigens zwei Gesichter, grimmig und ja, grimmig, grimmig mit Zähne, grimmig ohne Zähne. Das liegt daran, dass der Kunststoff hier drin leuchtet. Das heißt, er lädt sich im Sonnenlicht oder im Licht generell auf und dann leuchten hier bei Batman die Augen, wenn man es dunkel macht. Eine schöne Idee. Ansonsten eine nette Minifigur, die aber beim Versenden Probleme machen kann. Deswegen wäre es mir lieber gewesen, die wäre weggeblieben. Aber sie ist dabei. Wir haben es gesehen. Gehen wir wieder zum Wesentlichen über. Und das ist unser Batmobil. Ich habe euch ja im Bau gezeigt, dass wir hier die Lichter beleuchten können. Jetzt gibt es hier aber einen großen Knackpunkt. Wenn das Batmobil, so wie es jetzt hier steht, zusammengebaut ist, habe ich keine Möglichkeit, den Mechanismus zu aktivieren. Also ich wüsste nicht, wie es geht. Ihr wisst ja noch, wie das gemacht wurde mit diesen kleinen Schraubenschlüsseln und keine Chance. Man kann das irgendwie nur beleuchten, wenn man hier die beiden Seitenteile abnimmt. Ich zeige es euch nachher nochmal und nur dann geht's. Also das ist doch echt mal, ich sag mal, gewollt und nicht gekonnt. Schöne Idee, aber was bringt es mir, wenn ich das jetzt so, wenn es hier vor mir steht, nicht beleuchten kann? Ja, finde ich also, ja, doof. Aber egal, wir gucken trotzdem nochmal weiter. Von vorne, es sieht mega toll aus. Ich liebe das Design von diesem Batmobil. Auch jetzt generell aus den neuen 80er und 92er Filmen finde ich phänomenal cool. Dann hier einmal der große Turbineneinlass und wenn wir dann hochgehen, sehen wir hier, wie schön die Formen hier ineinander übergehen. Und wir kommen dann hier noch zum speziellen Play-Feature. Hier ist ja der Mittelteil, hier die Außenteile und hier drunter steckt ja nochmal das Maschinengewehr. Und um das ausfahren zu können,
Muss ich einmal. Das ist ein klein bisschen umständlich. Hier diese Fliese ein bisschen wegklappen, damit ich hier Platz habe, um an diesem Mechanismus hier zu drehen, damit dann hier das Maschinengewehr rauskommt. Also eigentlich schön gelöst. Ein klein bisschen umständlich, weil ich immer noch hier klappen muss vorher. Aber spielt für mich echt keine Rolle. Ist eine coole Sache. Und dann haben wir hier ein Maschinengewehr. Das geht natürlich eigentlich auf beiden Seiten. Aber ich habe irgendwie hier, weiß ich, ein kleines Toleranzproblem. Denn wenn ich hier auf der anderen Seite drehe, ja, ihr seht schon, da passiert nichts. Es kommt nicht hoch. Ich könnte es natürlich jetzt mal hier versuchen, manuell hochzuziehen. So, und ja, da ist das ganze Teil auch schon wieder draußen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wenn ich jetzt hier drehe, dann dreht sich zwar hier mein Zahnrad, aber wenn ich das Maschinengewehr wieder einsetze, dann will es irgendwie nicht so richtig funktionieren. Irgendwas hakt da in der Toleranz drin. Also muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten. Aber generell, sehr schöne Sache, dass hier eben die Maschinengewehre ausgefahren werden können. So, das mal wieder so runter. Dann muss man natürlich immer schauen, dass das hier nochmal passend gedreht wird, damit das dann schön aussieht, wenn man es zuklappt. Genau das gleiche auf der anderen Seite, aber halt viel eleganter. So, da funktioniert es nämlich. Okay, also das haben wir gesehen. Das waren die Maschinengewehre. Dann hier die Details an der Seite, wie der Enterhaken, der hier für eine scharfe Kurvenfahrt ja mal im ersten Teil rausgeschossen wurde. Finde ich, ist sehr schön gemacht. Genauso wie hier diese Rohre oder was das genau darstellen soll, diese goldenen Teile, damit das alles ein bisschen technischer aussieht, finde ich auch cool. Was mich optisch ein bisschen stört, ist hier der Bottich. Also klar, da sind solche großen Öffnungen im Batmobile, aber beim Bottich sieht man einfach, das ist ein Bottich. Also vielleicht gab es da kein anderes passendes Teil, ich weiß es nicht. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich hier eine bessere Idee hätte, aber eben wegen dieser Struktur hier, weil das so hölzern dann doch irgendwie rüberkommt, stört es mich optisch so ein bisschen an der Seitenansicht. Also ansonsten sieht es halt richtig toll aus, auch wenn wir weiter hier nach hinten gehen. Hier oben habe ich ja die Aufkleber, der einzigste Aufkleber, also zwei Stück auf jeder Seite, die ich aufgebracht habe. Alle anderen habe ich mir ja gespart, weil das wird einfach die Optik hier verschandeln. Wenn jetzt hier zum Beispiel der Schriftzug, so ist es vorgesehen, hier Batmobil, das sollte hier vorne noch draufstehen. Und dann hier auf dem Kotflügel sollte dann hier diese Muster, diese Struktur da drauf kommen. Nee, also mein Tipp, lass das einfach weg. Ohne sieht es besser aus. So, jetzt sind wir aber schon hier hinten gelandet. Und dann können wir uns hier die, ja, die Flossen oder die Finnen mal anschauen. Und ihr seht, ja, da kann man durchgucken. Also da ist ein bisschen Luft hier überall dazwischen. Also alles, was ich jetzt hier mache, Freunde, ist echt auf hohem Niveau. Aber es ist, wenn man es irgendwo hinstellt und man hat Beleuchtung hinten dran, dann sieht man dort eben immer durch. Das stört ein bisschen. Wäre ich froher mit, wenn das geschlossen wäre. Hätte man bestimmt auch machen können. Kann man wahrscheinlich auch selbst noch dran rumbauen. Ich meine, es ist ein Klemmbaustein-Set, dann kann man ja verändern. Aber ansonsten, finde ich, ist hier hinten die Partie auch gut geraten. Sieht auch echt schön aus. Und dann gehen wir mal hier auf die Rückseite. Und die ist mal wieder erste Sahne. Ganz erste Sahne. Also hier oben, wie es hier runterkommt, das Teil ist ja ein bisschen unkonventionell befestigt, aber wenn es mal drauf ist und man fingert nicht viel dran rum, dann hält das auch. Dann hier die Rückleuchten passen super. Dann natürlich hier unsere Flamme, die hier hinten rauskommt, die mir auch super gefällt. Wobei hier ja die Befestigung Pin auf Achse, so ein kleiner Stecker gefehlt hat, aber den habe ich in der Ersatzteilkiste gehabt. Dann haben wir hier unten noch die normalen Auspuffrohre. Alles richtig cool und super. Und auf der anderen Seite natürlich nochmal genau das Gleiche. So, dann hatten wir jetzt ein Play-Feature gehabt, das waren die Maschinengewehre. Wir haben aber noch ein zweites. Das wäre, dass wir hier das Cockpit einmal öffnen können. Und der Mechanismus, den finde ich auch richtig cool. Der ist simpel, der ist einfach, aber der funktioniert auch einfach wunderbar. Also gar kein Problem, finde ich sehr schön. Und dann natürlich hier unser hervorragendes, wirklich, wirklich liebevoll schön gemachtes Cockpit. Ihr habt es ja bereits gesehen beim Bauen. Alles Drucke, keine Aufkleber mit Lenkrad, Schaltung, Hebelchen und allen möglichen Anzeigen, die da drin stecken. Also echt schön und liebevoll gemacht. Hier mit den Sitzen sieht man jetzt auch hier unten die Sitzflächen. Dann hier die Rückenlehnen und die Kopfstützen, die da nochmal mit dran gebracht sind. Wunderbar, sehr, sehr schön. Gefällt mir echt gut. Also Cockpit wieder zu. Und jetzt kommt ja noch ja, das entscheidende oder ganz besondere Play-Feature, was auch das Lego-Set nicht haben wird. Und das ist ja eben diese Action, dass man die Seitenteile abtrennen kann. Eben wie aus der Szene aus dem Film, wenn das Batmobil sich einfach zusammenschrumpft, damit es durch eine enge Gasse durchkommt. Und das machen wir jetzt noch.
Also, da haben wir das gute Stück stehen und ich kann dann die Seitenteile hier einfach abziehen. Und das geht auch ziemlich einfach. Ihr seht schon, schon habe ich hier das erste Teil in der Hand. Kann es mal rumdrehen, denn die Befestigung, die wird nur über zwei Steckerchen, über zwei Pinne hier bewerkstelligt. Das ist einmal der hier und einmal der hier. Die werden dann eben entsprechend dann hier in die Pinaufnahmen reingesteckt. Einmal hier und einmal hier und schon ist das Ganze dran. So ein klein bisschen stabiler hätte es vielleicht noch sein können, aber es hält. Also man muss ein bisschen gucken beim Hochheben, aber generell hält das ganz gut. Und jetzt kann ich euch noch mal zeigen, wie das hier mit der Beleuchtung aussieht, bevor ich hier alles auseinandernehme. Ihr erinnert euch, da ist das Licht, dahinter ist der Lightbrick, hier ist das kleine Hebelchen. Und wenn ich das drehe, dann ja, fängt das Lichtchen, kann man sehen, an zu leuchten. So, aber ich habe wie gesagt null Möglichkeit, das irgendwie zu machen, wenn das Seitenteil hier angebracht ist. Und das ist ein echter ja, Kritikpunkt. Also das muss ich sagen, das finde ich gar nicht schön. Denn die Aufnahme hier von diesem Stiftchen, die landet einfach nur hier in so einer ja, Pin-Aufnahme drin, nämlich in der hier. Und da ist halt nichts, wie man irgendwie was einstellen kann. So, ich nehme mal noch das zweite Seitenteil ab. Ganz einfach, ihr seht, das klappt wunderbar, ganz einfach und problemlos. Und dann haben wir hier unseren schmalen Zwischenpart, das schmale Batmobil. Tja, Leute, und so ist das Ganze. Was ich noch erwähnen muss, das Ding schleift. Und zwar schleift es, weil hier der vordere Teil, der schleift ein bisschen bei mir drüber. Es sind auch nicht alle Räder immer genauso in Betrieb, weil eben, ihr seht schon hier, das stößt hier oben an, das kann sich gar nicht richtig drehen, weil eben hier ja die langen Teile, wo die Räder dran aufgehängt sind, die sind ein bisschen, ja, ein bisschen durchgebogen, wie es aussieht. Aber wenn man es so hinstellt, ist das kein Problem. Es rollt dennoch, aber es schleift eben ein klein bisschen. Tja, Freunde, und damit können wir auch schon zum Schlussfazit kommen. Was halte ich denn von dem Teil hier? Und ich halte es für ein super, super tolles Set. Mit den kleinen Problemchen, die ich euch eben genannt habe, eben, dass das Licht nicht eingeschaltet werden kann, obwohl es ja so schön verbaut ist und dass es eben ein klein bisschen schleift, aber so zum Hinstellen ist es ein Wahnsinnsteil. Das ist für mich das ultimative Batmobil jetzt und nicht mehr das hier aus den früheren Jahren aus 2006. Wie gesagt, das hier ist ja ein richtiges Lego-Set gewesen. Das hier ist ein Mock, My Own Creation. Und das hat der Entwickler, der sich das ausgedacht hat, echt super gemacht. Also, wenn ihr das auch haben wollt, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Kostet gerade mal um die 50 Euro. Und für den Preis ist das Ding ein echter No-Brainer. Es sieht so toll aus. Also, hier haben wir nochmal eine schöne Ansicht von unten, wo man eben gut erkennen kann, wo diese ja massenhafte Reifenanzahl hingeraten ist. Also 2, 4, 6, 8 Räder allein schon für den Mittelteil und natürlich dann noch für jeden der Außenteile 2 Räder. Und so kommt man dann ruckzuck auf 12 Räder, die verbaut wurden. Ja, ganz schön ordentlich. Ich packe die jetzt mal hier schön in mein Regal, in mein, ja, quasi Batmobilregal mittlerweile schon. Hatte sehr viel Spaß hier beim Bau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Es ist relativ lang geworden. Glückwunsch an jeden, der durchgehalten hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Appercat. Also, macht's gut, Freunde.